Digimember installieren. In dieser Anleitung zeige ich dir, wie du das beliebte Mitglieder-Plugin für WordPress Digimember installierst. Dazu musst du dir Digimember als erstes einmal als ZIP-Datei herunterladen, ganz egal, ob du jetzt die kostenlose Variante oder die Pro-Variante dir ausgesucht hast. Du brauchst die ZIP-Datei, damit wir das Plugin in WordPress installieren können. Den Link zum Download findest du hier entweder unterhalb des Videos oder irgendwo hier eingeblendet im Video. Mach also jetzt als erstes den Schritt und lade dir die aktuelle Version von Digimember herunter. Und wenn du das getan hast, dann startest du das Video weiter bzw. lass es weiterlaufen und wir führen mit der Installation fort. Wenn du also jetzt Digimember heruntergeladen hast, dann klickst du in WordPress auf Plugins und auf Installieren. Dann hier oben auf Plugin hochladen. Und dann kannst du über Durchsuchen die heruntergeladene Datei digimember.zip auswählen mit einem Doppelklick und dann klickst du auf Installieren. Die Installation dauert dann einen Augenblick und das warten wir jetzt kurz ab. Wenn die Installation dann abgeschlossen ist, erhältst du folgende Meldung und dann klickst du auf Aktiviere dieses Plugin. Gut, wenn das dann abgeschlossen ist, hast du hier auf der linken Seite einen neuen Punkt Digimember. Darauf klicken wir jetzt einfach mal und wenn du dir jetzt die kostenlose Version heruntergeladen hast, dann ist das so in Ordnung. Wenn du dir die Pro-Version bestellt hast, was ich dir absolut empfehle, denn damit hast du noch wesentlich mehr Funktionen und kannst Digimember wirklich ja, voll ausnutzen und die tollen Funktionen dabei auch verwenden, dann gibst du hier den Lizenzschlüssel ein und klickst auf OK und dann ganz unten auf Änderungen übernehmen, dann wird das Ganze gespeichert. Gut, damit weißt du jetzt, wie man Digimember installiert. Das sind einfach nur ein paar Schritte. Du lädst ja als erstes Digimember aus dem Internet herunter, dann lädst du das Plugin hoch, aktivierst es und dann kannst du auch direkt damit starten. Ich empfehle dir in jedem Fall die Pro-Version zu verwenden, denn damit hast du wirklich alle Funktionen, die du brauchst. Hier unterhalb dieses Videos oder irgendwo in diesem Video findest du den Link dazu, wie vorher schon erwähnt. Und ja, ich würde mich freuen, wenn dir dieses Video geholfen hat. Auf meinem YouTube-Kanal findest du noch weitere Videos zu Digimember, wie du das Ganze einrichtest. Klicke also jetzt auf den Abonnieren-Button und like das Video und dann siehst du auch die anderen Videos, die damit zusammenhängen. Bis dahin, viele Grüße und viel Erfolg, dein Oliver Pfeil.